Hallo und herzlich willkommen im Schlosspark. Heute mal ein alter Baum. Bin nicht nur wegen dem da, aber doch größtenteils. Schlosspark von Karlsruhe übrigens, falls mal jemand gucken möchte, wo das Ding steht. Einfach den Schlossparkteich oder wie auch immer das Ding genau heißt. Wahrscheinlich heißt es eher See, ich weiß es nicht. Aufsuchen und so lange drum rumlaufen, bis man diesen Baum gefunden hat. Er ist deutlich sichtbar. Man kann ihn nicht wirklich übersehen. Das ist eine Esskastanie oder auch Edelkastanie genannt. Soll angeblich 400 Jahre alt sein, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Sie ist jedenfalls sehr, 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 sehr alt und für eine Esskastanie sehr rekordverdächtig alt. Die Dimensionen sind gewaltig und das ist nicht normal, da Esskastanien bei uns laut Literatur so selten über 200 werden. Die hier ist mindestens 300, da bin ich überzeugt. Ob sie 400 ist, naja, das wäre schon möglich. Dafür müsste allerdings der Baum schon im Wald gestanden haben, den es hier gegeben haben muss. Etwa roundabout 300 Jahre vor heute muss es hier noch so Waldreste gegeben haben. 350, vielleicht 400 Jahre vor heute, wenn da schon die ersten Siedlungsspuren hier eben im Schlosspark eben entsprechend zu finden waren. Und der erste, der den Schlosspark angelegt hat, beziehungsweise angefangen hat, hier eben entsprechend Gartenanlagen anzulegen, muss dann also quasi aus dem stehenden Bestand, aus dem Wald, den er umgeformt hat, diese Kastanie bereits übernommen haben als circa 50-jährigen Baum, um eben ein Alter von circa 400 Jahren zu erreichen. Deswegen, da bin ich skeptisch. Ne? Wenn es eine Eiche wäre, okay, kein Thema. Wenn es irgendwas anderes wäre, was man in so einem stadtnahen, noch zu diesem Zeitpunkt recht naturnahen Wald erwarten würde. Okay, aber es ist eine Esskastanie und von denen stehen hier gar nicht mal so viele rum. Wenn es also viele alte Esskastanien gegeben hätte im damaligen Bestand, warum hat man da nicht noch ein paar mehr von aufgehoben? Und daher ist das jetzt nicht das allerrealistischste Szenario für mich, dass sie wirklich 400 Jahre alt ist. Aufgrund der gewaltigen Dimensionen sollten wir allerdings von mindestens 300 Jahren schon ausgehen. Das würde dann halt gut mit dem Gründungsdatum dieses Parkes ganz gut übereinstimmen. Ne? Alte Kastanien, das ist normal, sind im Inneren dann ziemlich ausgehöhlt. Wenn ich hier mal einen Schritt zur Seite mache, kann man da hoffentlich erkennen, dass da entsprechend ein Loch drin ist. Und das ist halt eben nicht nur ein kleines Loch, sondern wenn man entsprechend schlank bzw. ein Kind ist, kann man im kompletten Stammfuß des Baumes umherwandern bzw. da drin rumkraxeln, weil der Baum halt doch schon sehr, sehr, sehr ausgehöhlt eben ist. Was bei einer alten Kastanie aber normal ist und nichts Besonderes. Und des Weiteren sieht man da hinten einen Stützpfeiler im Bild. Der ist tatsächlich dafür da, um den Baum aufrecht zu halten. Dadurch, dass der hier eben diese Gabelung hat, ist er auch nicht mehr allzu stabil bei ausgehöhlter Stammbasis. Der würde also ohne menschliche Hilfe durch Ständer eben entsprechend zusammenbrechen. Das ist so. Daher werden sie ja auch selten so alt, die guten Kastanien, weil sie meistens vorher eben zusammenbrechen. Interessant ist allerdings, was man jetzt hier dran wunderbar sehen kann. Es kann durchaus sein, dass ein völlig ausgehöhlter Baum, in dem wirklich jede Menge Pilz zugange ist, noch weiter lebt, weil das Stamminnere dem Baum eigentlich nicht weiter wichtig ist, außer halt eben zur Stabilisierung. Wenn jetzt Mensch kommt und die Stabilisierung übernimmt und da weiterhilft oder den kompletten inneren Bereich des Baums ausbetoniert, das hat man auch schon gesehen, entsprechend Gitter innen drin anbringt, kleine Gitter sind hier auch verbaut, zeige ich euch auch gleich, dann kann man schon dafür sorgen, dass so ein Baum erheblich älter wird als von der Natur vorgesehen. Ja? Und das ist hier der Fall und vielleicht stimmt 400. Na? Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wir schauen uns mal ein paar Details von dem alten Ding an. Ich finde ihn sehr beeindruckend und sehr schön. Und es gibt viele Stellen, wo wir nachgeholfen haben, wir als Homo sapiens. Ja, hier zum Innenleben. Man kann das Loch jetzt schön sehen. Da unten drunter haben wir hier etwas Beton. Man hat also schon auf jeden Fall versucht, da mal ein bisschen mittels der Möglichkeit, die man halt technisch hat, das Ganze ein bisschen zuzumachen, die Öffnung und zu stabilisieren. Wenn wir mit dem Bild etwas höher gehen, dann stellen wir fest, da oben jetzt auch wieder in der Bildmitte, da haben sie wieder eine Öffnung im Stamm, entsprechend mit Stein zugemacht, also von innen drin verschlossen. Da
damit halt nicht allzu viel Zeug eben in den Baum reingelangt. Vielleicht auch damit nicht allzu viele Leute drin rumklettern und da drin dann noch mehr kaputt machen, als ohnehin schon ist. Aber das Allermeiste des Innenlebens des Baums ist tatsächlich rausgefault im Laufe der Zeit. Das kann man insbesondere dann schön sehen, wenn man hier mal ein bisschen rüber geht. Da hinten seht ihr, da könnt ihr das Licht durchscheinen sehen. Also der komplette Baum ist hohl bis auf die andere Seite und da scheint es dann eben entsprechend wieder raus. Hier hat man zum Beispiel auch versucht, eben das Eindringen von irgendwelchen Sachen, die da rein nicht rein sollen, zu verhindern, indem man ein kleines Gitter angebaut hat. Und das ist eben die Stelle, wo das Gitter sitzt, wo wir eben rausgucken konnten, als wir da einmal durch den ganzen Baum durchgeschaut haben. Aber er hat überall Löchlein und ist an verschiedenen Stellen ein wenig löchrig. Und auch hier von der anderen Seite eine Möglichkeit, wunderbar, wenn man dann eben entsprechend klein und schlank genug ist, um das Innere des Stammes zu betreten. Ist also wirklich keine große Schwierigkeit. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der älteste Teil vom Baum jetzt genau das da über mir. Das war also der ursprüngliche Stamm, der relativ frühzeitig wahrscheinlich abgestorben sein muss. Was heißt relativ frühzeitig? So dick wie der ist, war der auch 150 Jahre alt, mindestens, als der abgestorben ist. Und was hat man dann gemacht? Naja, man hat den Deckel drauf. Ich hoffe, man kann es da auf der Kamera einigermaßen erkennen, damit es halt von oben nicht mehr allzu sehr da drauf regnet. Und die Möglichkeiten für weiteren Pilz, der da reinkriegt, das Ding ist komplett hohl, ja. Also es ist nicht so, dass da nicht schon was drin gewesen wäre. Aber zumindest, dass die Möglichkeiten für weiteren Pilz, der reinkriegt, sich ein bisschen in Grenzen halten und der Baum noch eine gewisse Chance hat, an der Stelle sich eben gegen entsprechend die Pilze zu wehren. Was ich an verschiedenen Stellen schon mal erzählt habe, aber hier nochmal betonen möchte, das Innere von einem Baum ist immer totes Holz. Das muss totes Holz sein, weil jedes lebende Material, das eine Pflanze unterhalten muss, kostet natürlich Energie, kostet Unterhaltskosten sozusagen. Und daher macht es für große, gigantische Pflanzen dieser Ausmaße einfach Sinn, ihr Innenleben vollkommen absterben zu lassen, weil sonst müssten sie es mit Energie versorgen, was sie niemals durch die Photosynthese, auch wenn die enorm machtvoll ist, aufbringen könnten. Was das an Energie fressen würde, so einen tonnenschweren Körper eben entsprechend die ganze Zeit versorgen zu müssen. Ja? Und das ist also ganz normal und demzufolge, weil es totes Pflanzenmaterial ist, merkt der Baum auch erstmal gar nicht so viel davon, wenn er sich halt nach und nach ausholt. Das Problem ist lediglich die fehlende mechanische Stabilität, weshalb eben dieser Haupttrieb ursprünglich mal vor, in Anbetracht dessen, wie alt der ist, 60, 70 Jahren abgebrochen sein muss. Ja. Vielleicht 80 oder 90 könnte auch sein. Ja, grob geschätzt, man kann das sicherlich irgendwo nachlesen, wenn man da ganz lange in den Stadtarchiven rumwühlt, ob nicht irgendwann mal jemand dokumentiert hat, wann der Haupttrieb eben entsprechend abgebrochen ist. Aber interessant ist, dass sich daraufhin natürlich hier ein entsprechender Seitentrieb gebildet hat, beziehungsweise der wird wahrscheinlich vorher schon da gewesen sein, ne? Also der große, dicke da. Ihr wisst, welchen ich meine. Und hat dann eine der Führungsrollen des Baumes übernommen. Von der anderen Seite kann man noch schöner sehen, dass da hinten dran ein anderer Ast dann ursprünglich senkrecht gewachsen ist und dann aber einen Knick nach oben gemacht hat, um halt eben auch entsprechend das Höhenwachstum zu übernehmen, um in die Höhe zu wachsen, weil es dem Baum ja, nachdem das abgebrochen ist, offensichtlich sehr an Höhe gefehlt hat. Das ist auch wieder ganz typisch für sehr alte Bäume, dass früher oder später der Haupttrieb abbricht und sie mit irgendeinem Seitentrieb das Höhenwachstum nochmal von vorne anfangen oder übernehmen können, um halt eben dieses super hohe Alter überhaupt zu erreichen. Also bei Bäumen, die zu Aushöhlung neigen, wie eben der Kastanie. Bei einer Eiche, die selten aushöhlt, die wirklich als ein Stamm meistens groß wird, ist das nicht so schön zu beobachten. Außerdem muss man sagen, Kastanie hat eine relativ gute Stockausschlagmöglichkeit. Die ist da gut drin, nochmal zusätzlich Äste zu bilden, wenn irgendwas verloren geht. Andere Bäume können da schlechter, wobei es die Eiche auch könnte. Unsere Buche beispielsweise ist da eher schlecht drin. Außerdem gibt es da natürlich noch diesen anderen Trieb, der wird wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich an Wachstum gewonnen haben, als der Haupttrieb abgestorben ist. Und da der jetzt doch sehr weit absteht und auch zum Teil so aussieht, als ob er so ein bisschen eigenes Wurzelwerk hätte, kann man sich da ernsthaft fragen,
ob das nicht ursprünglich vielleicht mal zwei Bäume gewesen sind, die so sehr miteinander verwachsen sind. In 300, 400 Jahren kann da schon einiges passieren, was das Zusammenwachsen angeht, dass man es heute nur noch schwer sehen kann. Aber damit würde dann auch der enorme Durchmesser dieses Stammes von an der breitesten Stelle sind es, glaube ich, 4,50 Meter und der enorme Umfang von etwas über 8 Meter eben entsprechend zustande kommen. Dass das eine einzige Kastanie schafft, ist halt deswegen unwahrscheinlich, weil auch erst noch relativ jung. Ne? Bei einer tausendjährigen Linde beispielsweise, die werden ja wirklich tausend, sehen dann auch so ähnlich aus, also auch entsprechend hohl innen drin. Da kann man damit erklären, dass der Stammdurchmesser entsprechend gewaltig ist, weil der Baum so alt ist. Aber so super schnell wächst eine Kastanie jetzt auch wieder nicht, weshalb eben mit nur einem Baum der Stammdurchmesser mir vielleicht ein bisschen zu hoch zu sein scheint. Ich bin also ein großer Freund der ursprünglich Zwei-Stämme-Theorie. Das würde dann auch wieder erklären, weshalb da eben so eine schöne Ritze eben zwischen den einzelnen Stämmen entstanden ist und sich da der Pilz nochmal besonders gut hat reinfressen können. Denn die Bäume können zwar ganz nah aneinander wachsen, was aber niemals geht bei zwei einzelnen Individuen, ist, dass sie vom Holz ineinander hineinwachsen. Ja? Super dicht aneinander. Auch die Rinde kann wirklich ganz, ganz dicht abschließen. Aber ein wirklich Verwachsen, dass die Holzzellen quasi ineinander übergehen, das ist unmöglich biologisch. Und damit bleibt da immer eine gewisse Eintrittspforte, immer ein winzig, winzig, winziger Spalt, an den sich so ein Pilz reinfressen kann. Wir gehen nochmal auf die andere Seite und schauen uns nochmal die Alternativtriebe zum Haupttrieb an. So, ja, und hier kann man halt eben schön sehen, dass der eine dicke Ast, den der Haupttrieb hatte, auch in einer normalen Höhe für den untersten, dann auch sehr starken Ast, dieser eine Hauptast hat also einen nahezu 90 Grad Knick nach oben gemacht, um eben das Höhenwachstum zu übernehmen, um eben dafür zu sorgen, dass der Baum jetzt aufgrund des abgestorbenen Haupttriebs trotzdem noch ein bisschen weiter nach oben kommt. Dieses Abbiegen nach oben muss schon relativ frühzeitig stattgefunden haben, weshalb wir dann weiterhin jetzt, aufgrund dessen, dass wir das jetzt sehen, vermuten können, dass der Hauptstamm schon recht früh geschädigt sein muss, weil dieser Seitentrieb ja schon recht lange eben entsprechend nach oben abgebogen ist. Und das Signal zum Bieg jetzt 90 Grad nach oben ab, kann also noch nicht so lange her gewesen sein. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass dieser Seitenast hier auch mal irgendwann abgebrochen ist. Davon kann ich aber nichts erkennen. Und dann halt eben nach oben weiter gewachsen ist. Es ist also gar nicht so einfach hier zu rekonstruieren, was hier wann in welcher zeitlichen Reihenfolge passiert ist. Ich vermute, dass wirklich der Hauptstamm recht schnell recht fragil geworden sein muss und das Abbiegen des starken Seitenastes hier deshalb eben als Reservestamm quasi recht früh erfolgt ist. Zumal wir auf der anderen Seite ja den noch vergleichsweise dünnen Reservestamm, der ebenfalls das Höhenwachstum übernehmen sollte, haben. Vielleicht hängt es auch eben damit zusammen, dass man ja noch den zweiten Ausweichstamm, der wahrscheinlich auch mindestens 150 bis 200 Jahre alt ist, hier dieses Ding da, den hatte der Baum ja auch bereits sehr lange. Entschuldigung, das ist jetzt mit der Beleuchtung etwas schwierig. Ich mache mal kurz besser. So, jetzt kann man ihn schön sehen. Also, das ist halt eben der Stamm, der wahrscheinlich der zweite Baum ursprünglich gewesen ist. Und seit die eben miteinander entsprechend verwachsen sind, sorgt der zweite Baum, erstens leider dadurch, dass er zu wenig Platz hat, durch seine krasse Schräglage, nicht unbedingt gerade für besondere Stabilität, aber er war halt zusätzlich nochmal nützlich, um eben Photosynthese zu betreiben, um Nährstoffe zu besorgen, weshalb eben das wahrscheinlich recht frühzeitige Vitalitätsnachlassen des Haupttriebs, also scheinbar zu keinen allzu großen Folgen geführt hat. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, der Gesamtbaum als Gesamtkonstruktion ist auch noch ordentlich vital. Also da kann man sich eigentlich nicht beklagen. Dem geht's gut, der hat reichlich Blätter, der hat auch das letzte Dürrejahr, also 2018, gut überstanden. Kann sein, dass man ein bisschen nachgeholfen hat, indem man gegossen hat. Außerdem steht er hier direkt neben dem kleinen Teich. Der Teich ist übrigens jünger als der Baum, muss man dazu sagen. Vitalität kann man sich wirklich nicht beklagen und auch jetzt hat er reichlich Blätter und eine wahnsinnig weit ausladende Krone. Die braucht er als so großes und so altes Exemplar natürlich schon auch, aber
Ja, ich habe es ja eingangs schon betont, ohne diesen Stützpfeiler wäre die ganze Konstruktion, beziehungsweise es sind zwei, extrem instabil und das schauen wir uns auch nochmal genau an. Ja, und hier oben im Bild kann man es eben ganz schön sehen. Wenn sie da nicht eben entsprechend eine schöne Stütze angebracht hätten, dann wäre der wahrscheinlich wirklich schon zusammengebrochen, weil ja das unterste Teil vom Stamm auch eben bei diesem etwas jüngeren oder zumindest etwas jünger aussehenden Zweitstamm immer noch total ausgehöhlt ist. Also mindestens die Hälfte vom Holz, was da unten eigentlich drin sein sollte, ist weg. Das heißt, die Maßnahme hier ist definitiv notwendig. So, dann würde ich noch erwähnen wollen, selbstverständlich handelt es sich bei so alten und beeindruckenden Stämmen wie dem Ding hier um ein sogenanntes Naturdenkmal. Naturdenkmäler sind ja Deutschlands kleinstes Naturschutzgebiet-Kategorie, also kleinste Schutzgebiet-Kategorie und sind dafür gedacht, um besondere Einzelobjekte, die die Natur hervorgebracht hat, unter Schutz zu stellen. So wie dieses Ding hier. Ist oft eben bei so richtig, richtig alten, richtig beeindruckenden Parkbäumen so. Die sind wahrscheinlich die häufigsten Naturdenkmäler, die wir in Deutschland so haben. Auch teilweise einzelne, besonders prächtige Exemplare von Baum im Wald oder einzelne Felsen, die irgendwo im Wald rumstehen und dann dadurch, dass sie halt eben so ein kleiner Sonderstatus mitten im sonst eher homogenen Wald darstellen, besonderen Schutz, besonderen Status und auch den Erhalt bis in alle Ewigkeit, solange es halt noch hält, eben entsprechend haben sollen. Ich finde das super. Naturdenkmäler ist innerhalb der Naturschutzkategorien fast schon so mein heimlicher Favorit. Aber ja, doch, also das hat er definitiv verdient, diese liebe Kastanie hier. Wie lange gibt man dem Baum noch, wenn man weiterhin dafür sorgt, dass er nicht zusammenbricht? Bei der Vitalität, wenn man vielleicht hin und wieder im Inneren noch ein bisschen nach dem Rechten sieht und zur Not, wenn es wirklich kurz vor 12 ist und sämtliches nicht vom Baum versorgtes Holz aufgefressen ist vom Pilz, dann könnte man theoretisch, ich weiß nicht, ob man das bis dahin tut, aber theoretisch könnte man dann noch den kompletten Baum innen ausbetonieren oder in Kunststoff reinspritzen. Das klingt jetzt erstmal scheiße. Was, Kunststoff? Nein, niemals. Aber wenn man den Baum erhalten möchte, wäre Kunststoff dahingehend vielleicht eine bessere Alternative, weil der sich besser mit der Faser verbinden lässt und ja, rückstandslos besser die entsprechenden Hohlräume auffüllen lässt. Also darüber könnte man auch nachdenken. Aber klassischerweise betoniert man sie dann innen aus. Das ist hier ja noch nicht passiert. Lediglich so ein paar kleine Mini-Betonteilchen sind ja erst drin. Ja, ein Traum von Baum, würde ich sagen. Und wenn ich hier schon im Park bin, kann ich noch ein paar andere Videos drehen. Aber das Ding wirklich, wirklich beeindruckend. Ist ein Besuch wert, wenn ihr mal zufällig in Karlsruhe seid. Das war knapp.